Uhu. Hier ist Voodoo. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Kartenkunde-Video. Ich zeige euch diesmal wieder beide Seiten auf der Map Heilbronn. Zuerst vom Süden und später vom Norden. Eine Sache nur, das Gameplay aus dem Norden, das habe ich leider nicht mehr auf Platte. Ich habe das aber schon mal hochgeladen. Ich habe schon mal ein Kartenkunde-Video gemacht, Heilbronn Nord. Und das werde ich dann im Anschluss an das Video verlinken. Da könnt ihr dann danach draufklicken und dann seht ihr das Gameplay vom Norden aus. Aber fangen wir jetzt erstmal vom Süden an. Also, vom Süden. Wenn ihr hier startet, was meiner Meinung nach, ich fange immer mit den Lights an. Mit dem Light sehr, sehr wichtig ist, ich fliege mal hin. Hier diesen Hügel, den hier anfahren, hier so lang und dann hier hin und dann entweder eine Schleife drehen oder wenn ihr halt nicht aufgeht, kann man auch kurz hier so ein bisschen in diesem Busch sitzen. Und warten, ob was aufgeht. Ansonsten halt eben hier so mal so rechts hinfahren und gucken. Und das ist so ein First Spot, den man machen kann. Was man auch noch mit dem Light machen kann, ist im Prinzip hier hinfahren. Das mache ich eigentlich sehr gerne. Ich mache das mal hier ein bisschen langsamer. So, dass man halt hier so drauf fährt. Und da kann man, wenn man hier steht, ist man zum einen safe, was die Leute betrifft, die hier oben auf dem Berg da gerne stehen und campen. So gerade Jagdpanzer stehen da oben ja ganz gerne. Da, wo jetzt der Heavy steht, der steht noch nicht ganz an der Kante, aber ihr wisst, was ich meine. Oben an der Kante stehen ja immer gerne welche. Das heißt, wenn ihr hierher fahrt mit dem Light, ihr könnt das aber auch mit dem Medium machen, dann könnt ihr die Leute beschießen, die hier quer fahren. Das ist auf jeden Fall eine sehr starke Position, weil hier fahren immer welche quer. In der Regel sind es am Anfang die Lights. Die machen genau das Gleiche, was ich eben gezeigt habe. Die fahren hier hoch, drehen eine Schleife und versuchen halt so viele Informationen zu sammeln wie möglich, um Gegner aufzumachen, die in die Stadt fahren. Zur Stadt komme ich gleich nochmal. Zurück zu der Position, fliegen wir nochmal schneller hin. Also wenn ihr mit dem Light hier hingefahren seid, könnt ihr zum einen den Spot hier machen. Ihr könnt aber auch versuchen, hier oben in den Busch zu kommen oder in den Busch. Und dann macht ihr normalerweise die Gegner auf, die dann hier so quer fahren, hier. Und dann entweder eben hier so an die Kante wollen oder hier über diese Flanke auf die Nullerlinie. Also von daher, die Pose hier oben ist sehr, sehr stark. Und die kann ich auch nur empfehlen, gerade mit dem Light oder auch mit dem Medium, der schnell ist und einen halbwegs guten Tarnwert hat, kann man hier eben auch sehr, sehr gut arbeiten, gerade am Anfang, aber eigentlich auch relativ lange im Spiel, je nachdem wie das Spiel verläuft natürlich, ist das hier generell eine gute Position. Hier oben dann natürlich mit Vorsicht zu genießen, weil wenn ihr hier aufgeht und da oben stehen ja immer Gegner, dann müsst ihr wirklich höllisch aufpassen. Ansonsten kann man mit dem Light natürlich auch hier, hier mal hinfahren und macht hier mal einen First Spot, um zu sehen, ob da was durchbricht. Generell, und jetzt gehe ich erstmal wieder auf die Map. Man kann auch mit dem Light mal hier hochfahren. Na, schneller. Man kann auch mal hier hochfahren und sich hier so zum Beispiel in so einen Busch mal kurz reinstellen. Aber auch hier müsst ihr aufpassen, wenn ihr hier aufgeht, könnt ihr von überall beschossen werden. Da oben von dem TD-Hügel, da oben und hier vorne kreucht und fleucht ja in der Regel auch ein bisschen Gegner rum. Man kann sich hier halt easy droppen lassen, man muss nur aufpassen. Es gibt hier irgendwo eine Kante und da kann es passieren, dass er hier genau, das ist mir nämlich mal passiert, bin ich runtergefahren und bin auf dem Dach gelandet und war geplatzt. Aber wie gesagt, normalerweise kommt man hier safe runter. Okay, das ist so der First Spot für ein Light. Und jetzt zeige ich euch noch mal kurz die Karte. Also, was ich euch empfehlen würde, mit allen Panzern, egal ob Light, Medium oder Heavy, versucht in diesem Planquadrat zu spielen. Von K4 bis G4 und dann wegen mir aus auch noch bis zur Nullerlinie. Hier in diesem Bereich. Das ist ein Bereich, den gilt es erstmal zu verteidigen. Ja, und dann muss man halt gucken, wie sich das Spiel entwickelt. Man sollte auf keinen Fall zu weit vorfahren, schon gar nicht am Anfang. Und was ich auch überhaupt nicht empfehlen kann, und werde ich euch auch gleich in dem Replay nochmal zeigen, was wirklich keinen Sinn macht, ist, dass ihr die Einserlinie langfahrt. Also, ihr seid da out of game. Das Spiel wird hier entschieden, in dem Bereich. In der, ich sage jetzt mal, in der Vierer,
bis Nullerlinie. Hier findet das Spiel statt. Das ist jetzt ein riesengroßes Quadrat, weil ich habe jetzt hier im Prinzip auch die Gegner mitgenommen. Also hier von A4 bis K4 und von A0 bis K0. Also hier dieser komplette Bereich. Und wenn ihr hier die Einserlinie runterdrückt, seid ihr einfach out of game. Ihr könnt da, im besten Fall habt ihr Glück, dass euch vom Gegner, wenn der jetzt im Norden startet, hier vielleicht auch noch einer entgegenkommt. Dann habt ihr hier einen Panzer, hurra. Aber das war's. Aber die Schlacht findet eben hier statt. Und vor allem hier in diesem Bereich. Da, wo ich das, was ich jetzt ein, da so, hier so, in dem Bereich, da geht's ab. Und da solltet ihr auch hinfahren. Das kann ich euch nur empfehlen, weil da könnt ihr Schaden machen und da werdet ihr vor allem auch gebraucht. Zu den Mediums. Lights, würde ich sagen, habe ich durch. Man kann mit dem Light auch natürlich hier mal hinfahren. Und wenn man hier nicht aufgeht, kann man ein wenig aggressiver fahren hier vor. Aber nicht, würde ich euch auf keinen Fall in der ersten Minute oder in den ersten anderthalb Minuten empfehlen, weil es stehen immer noch mal welche hier oder es fahren auch immer welche in die Stadt. Leider werdet ihr dann später auch noch mal sehen, zeige ich euch auch noch mal ein Replay. Und wenn da halt irgendwie ein YOLO-Train runterjodelt und ihr seid alleine und geht auf, dann kann es halt passieren, dass ihr relativ schnell tot seid. Also bleibt lieber vom Süden aus gesehen hier in dem Bereich, also hier in dem Bereich rechts und bleibt erstmal hier. Und schaut halt, ihr müsst halt die Minimap lesen, schaut, wo Gegner aufgehen. Man kann auch mal hier hinfahren und gucken, ob da was kommt. Jo. Okay, mit Medium. Mit Medium kann man, wenn man sich nicht so sicher ist, hier an der Kante stehen bleiben. Aber die Kante ist natürlich, ja, die ist immer im Fokus, vor allem von der Artillerie, als auch von Jagdpanzern. Also wenn ihr hier aufgeht, kann es passieren, dass ihr hier Schüsse gedrückt bekommt. Im Zweiten Weltkrieg ist es nicht so das Problem, weil da ist dann die Renderdistanz zu groß. Aber im Cold War kann man, wenn man hier oben steht, ganz easy auf Panzer schießen, die da hinten aufgehen. Also von daher mit Vorsicht zu genießen. Im Cold War, im Zweiten Weltkrieg ist es außerhalb der Renderdistanz. Also von daher würde ich euch auch mit Medium empfehlen, halt eben hierhin oder hierhin. Oder halt eben auch hierhin. Wenn ihr seht, auf der Nullerlinie passiert was, dann könnt ihr euch hier hinstellen, schießt, geht in Deckung, na, schießt, geht in Deckung. Oder halt eben auch hier in die Richtung, schießt, geht in Deckung und so weiter und so fort. Man kann auch, was auch eine gute Kante ist, ist die Kante hier. Ja, da kann man hier so ein bisschen das Gebüsch nutzen. Und wenn der Light, der hier oben steht, im besten Fall, oben auf dem Hügel da was aufmacht, dann könnt ihr von hier auch auf den Hügel ballern. Also es funktioniert auch, aber hier dürft ihr auch auf gar keinen Fall zu schnell vorfahren. Also lieber erstmal ein bisschen defensiver spielen. Und was ihr immer im Auge behalten müsst, ist dieser Kanal hier, weil hier pushen gerne mal die Gegner durch. Und deswegen ist es halt wichtig, dass hier auf jeden Fall ein paar Panzer stehen, dass hier oben Panzer stehen, also hier irgendwo oder halt eben auch hier oder eben hier. Mit dem TD kann man sich halt hier ganz gut hinstellen und kann halt gucken, dass man auf Gegner wirken kann, die entweder an dem Berg hier so ihre Kreise ziehen oder halt eben auch hier so durchfahren. Da hat man auch einen Schusskanal. Ich bin jetzt nicht so der TD-Fahrer, mir macht es ehrlich gesagt keinen Spaß. Vielleicht gibt es da auch noch bessere Maps. Wenn man im Zug fährt, kann man sich mit dem TD auch hier irgendwo hinstellen, aber das macht nur dann Sinn, wenn ihr jemanden habt, der für euch Licht macht. Also hier vorne muss auf jeden Fall einer stehen. Im besten Fall ist die Kante hier besetzt von eurem Team und dann könnt ihr halt von da hinten auch wirken, aber wohlgemerkt, nur wenn da Gegner sind. Wenn ihr merkt, da geht nichts auf, dann müsst ihr euch mit eurem TD verlagern und halt eben dahin fahren, wo der Gegner ist. Ganz einfach. Mit dem Heavy. Ja, wie eben schon erwähnt, mit dem Heavy würde ich mich auch hier in dem Bereich aufhalten. Also im Prinzip sind es die gleichen Positionen, also auch hier oder halt eben hier an der Kante. Oder man kann auch mit dem Heavy eben hier an diese Kante dran fahren. Hier kann man zum Beispiel auch arbeiten. Ja. Wenn da jetzt eine Arti im Spiel ist, klar, das seid ihr hier, gibt es wenig Ecken, wo ihr Arti-safe seid. Hier seid ihr Arti-safe. Hier müsste der eigentlich auch halbwegs Arti-safe sein, aber generell muss man natürlich aufpassen. Aber da gibt es Maps, die sind schlimmer wie Prokhorovka, da habt ihr in der Regel gar keinen Schutz. Also von daher seid nicht zu defensiv und traut euch ruhig an so eine Kante vor.
Nur halt eben, wie gesagt, nie alleine, sondern immer dort, wo euer Team ist und halt nicht alleine irgendwo rumjodeln. Ja, ich glaube im Großen und Ganzen, das ist es eigentlich. Also bleibt hier, ich zeig's nochmal, bleibt hier so in diesem Bereich. Ne? Von da bis da bis da. Und bitte fahrt nicht die Einserlinie lang. Egal, ob ihr jetzt vom Norden oder vom Süden startet, ihr seid da wie gesagt out of game. Ich zeige euch jetzt mal. Ne, ich lasse das jetzt mal ablaufen, um euch mal zu zeigen, was hier passiert ist in dem Spiel. Da fliege ich jetzt erstmal in die Ausgangsposition. Und dann starten wir das jetzt gleich. Jo, und dann zeige ich euch mal hier kurz, wie das Spiel abgelaufen ist aus der Vogelperspektive nochmal, damit ihr seht, was ich meine. Ich lasse das mal abspielen. Oh, ist das die schnellste Geschwindigkeit jetzt? Einfach nur, damit ihr seht, die Aufteilung. Ne? Also unser Team, wie ihr seht, sehr, sehr viele Panzer fahren auf die 1er, 2er, 3er Linie und guckt, wo der Gegner langfährt. Also der Gegner macht es eigentlich ziemlich gut, wobei von denen auch viel zu viele da oben auf C9 rumschimmeln. Ne, hier, guck mal, da stehen Heavys. Die Heavys haben da oben nichts verloren. Da auch noch ein Heavy. Die hätten alle schon hier vorfahren müssen oder hierhin oder hierhin. Aber von uns hier 1, 2, 3, 4 und der Knoll hier sind 3 Panzer. Das zeige ich aber euch gleich nochmal, weil sowas habe ich noch nie gesehen. Auch interessant, was die 3 gemacht haben. Und ihr seht hier, chronische Unterzahl. Gegner 1, 2, 3 vom Gegner. 4, 5, 6, 7, 8... Ja, das sind 8 Gegnerpanzer und von uns steht ja kaum noch was. Also von daher wird das Spiel hier natürlich auch relativ schnell verloren. Und also das solltet ihr halt eben vermeiden. Also ihr solltet wirklich versuchen, eigentlich mit jedem Panzer, egal ob Heavy, Medium oder Light, hier in diesem Bereich zu bleiben, den ich euch gezeigt habe eben. Hier diese Linie von K4 bis G4 und dann hier rüber, wegen mir ist auch noch bis zur Nullerlinie, weil ansonsten passiert halt eben genau das, ja, dass hier dann eine Gegnerhorde durchdrückt und dann ist das Spiel halt vorbei. Ja. Wir müssen es jetzt gar nicht zu Ende gucken. Ich zeige euch dann nachher nochmal, wie das dann aus meiner Sicht, mein Gameplay-Video. Aber mir ging es jetzt erstmal nur darum, euch zu zeigen hier, was gilt es zu besetzen, und das ist halt eben hier, wie gesagt, dieser Bereich, der ist mega wichtig. Da solltet ihr euch positionieren und da werden auch die ganzen Panzer gebraucht. Okay, jetzt zeige ich euch mal als Fun Fact die 3 lustigen 4. Das lasse ich dann auch schneller ablaufen. Bis gleich. Ja, und dann zeige ich euch jetzt hier mal die 3 Helden des Spiels. Bitte nicht nachmachen. Achtung, ich lasse das mal ablaufen. Ich mache es mal erstmal nur schnell. Zurücklehnen, Popcorn in die Hand und sich bitte seinen Teil denken. Ich habe das Video übrigens neu aufgenommen. Ich habe das gestern schon mal hochgeladen und einer von euch hat mir da was drunter geschrieben. Ehrlich gesagt hatte ich gestern da ein bisschen die falsche Wortwahl benutzt für die 3. Und er hat mir in einem Punkt mir die Augen geöffnet. Es gibt halt eben auch wirklich Leute, die spielen das Spiel, um Spaß zu haben. Denen geht es nicht darum, hier irgendwie geile Runden zu haben, sondern die machen hier vielleicht auch so ein bisschen Blödsinn, so GTA-mäßig. Ich muss trotz alledem dazu sagen, mir fehlt ja wirklich das Verständnis, weil das Spiel ist kein GTA, das ist kein Kindergarten, das ist nicht zum Rumalbern gedacht. Und vielleicht das vorweg, ich werde hier meine Ausdrucksweise in dem Video jetzt ein bisschen zügeln. Gestern ging es dann ein bisschen mit mir durch. Da habe ich die auch ehrlich gesagt beschimpft. Aber ich will hier keinen Hater-Kanal machen. Ich ziehe das jetzt so ein bisschen ins Lustige. Das haben sie sich auch meiner Meinung nach verdient. Es wird sich nicht vermeiden lassen, dass man die Namen von den 3 lesen kann. Ich würde euch aber trotzdem bitten, schreibt die nicht an und beschimpft die oder sowas, weil da habe ich wirklich keinen Bock drauf. Ich hoffe, die 3 hatten den Spaß ihres Lebens und es werden sie hoffentlich nicht in jedem Gefecht zu machen. Nur
Ich habe sie da mal, ich habe sie nicht gemeldet gestern, aber wenn ich sowas halt sehe, würde ich das halt dann beim nächsten Mal melden, weil ich denke mal, die meisten von euch spielen das Spiel seriös und wollen sich auch verbessern. Und so Leute machen es halt einfach kaputt. Ja, weil wenn drei Leute im Team so eine Nummer durchziehen, wie die drei jetzt gemacht haben, dann ist es verdammt schwer, so eine Runde noch zu gewinnen. Okay, dann würde ich sagen, die wilde Fahrt geht los. Ich lass mal nochmal langsam laufen. Ich kommentiere das mal so ein bisschen hier. Ich zoome sogar nochmal ran. Also, sie sind sich noch nicht so ganz einig, wohin die Reise geht. Er wird vorne angedockt und hinten wird nochmal quer gefahren. Die waren übrigens auch nicht im Zug unterwegs und jetzt waren sie sich dann wohl irgendwie einig, dass es wohl eine richtig gute Idee ist, den Tock zu schieben. Und ich nehme mal eins vorweg, echt lange. Nicht mal nur bis in die Stadt, sondern wirklich lange. Und in einem Wahnsinnstempo, wie ihr seht. Also es ist Originalgeschwindigkeit, wie ihr seht, das ist normale Geschwindigkeit. Ich habe hier nichts langsamer gemacht. Und da geht die wilde Fahrt los. Beeindruckend, oder? Ich meine, jetzt hier vielleicht nochmal, um auf das Thema einzugehen, guck mal, wie viele Leute hier schon sinnlos auf der Einserlinie stehen. Und die drei hier, muss ich ganz ehrlich sagen, Respekt. Ich mache jetzt aber mal schneller. Einfach, dass ihr seht, die Jungs haben die Nummer knallhart durchgezogen. Ich mache nochmal schneller. Das ist jetzt die schnellste Geschwindigkeit im Spiel. Also, ich kann heute drüber lachen. Ich fand es gestern ehrlich gesagt nicht so lustig. Oh, synchron nach rechts geguckt. Wahnsinn. Die haben das einstudiert, glaube ich. Also rechts auf der Map brennt die Luft. Und die Mediums hinten dran haben scheinbar auch gar keinen Bock zu kämpfen, sondern die finden es irgendwie cooler, den Top da die Einserlinie hochzuschieben. Stark, oder? Oh Mann, ey. Wie eine Entenfamilie. So, und dann ist die Runde auch gleich vorbei, weil der Gegner dann irgendwie auf die glorreiche Idee auch noch kam, zu allem Überdruss mit 6 Panzern im Cap zu stehen und durchzukappen. Und die drei, die ziehen die Nummer gnadenlos durch. Ich meine, von den Mediums hätten ja auch theoretisch welche ins Cap fahren können. Ihr wisst zwar, was ich davon halte, aber die haben die Nummer gnadenlos durchgezogen. Also sowas habe ich noch nicht gesehen. War mir neu, dass sowas gemacht wird. Ja. Bei allem Spaß, was ich gerade draus mache, was ich davon halte, könnt ihr euch, glaube ich, denken. Wie gesagt, ich würde sowas beim nächsten Mal auch melden. Und wenn ihr sowas seht, könnt ihr das auch gerne melden. Aber bitte beschimpft die Leute nicht. Vielleicht hatten die gestern noch einen gezwitschert und fanden es total lustig. Nichtsdestotrotz hat sowas im Spiel nichts verloren. Wenn die zu dritt auf einer Map... Also bei GTA spielt ihr ja nicht in einem Team. Da spielt ja jeder für sich. Und wenn die da zu dritt so eine Scheiße machen und hocken sich, was weiß ich, ins Auto und lassen sich abknallen und finden das irgendwie total lustig, okay. Aber jetzt ist ein Teamspiel. Ihr seid hier 15 Spieler, ja, und das wäre dasselbe, wenn ihr jetzt in der Fußballmannschaft seid und ihr stellt euch zu dritt an die Seitenlinie und, keine Ahnung, lest die Bild-Zeitung. Oder macht eine Polonaise an der Seitenlinie. Genau, ihr macht eine Polonaise an der Seitenlinie. Ich möchte mal gucken, was die eigenen Fans dann zu euch sagen oder auch der Trainer oder die Mitspieler. Okay, ich glaube, davon ist genug gezeigt. Ich würde sagen, ich zeige euch mal kurz das Gameplay-Video. Und dann zeige ich euch auch noch mal im Anschluss das Ganze von der Nordseite. Weil
Ich hatte heute ein Spiel mit dem T100. Da ist zwar nicht was genauso Bescheuertes passiert, aber auch wieder ein YOLO-Train über die Einserlinie. Und dreimal dürft ihr raten, das Gefecht wurde verloren. Welch Wunder. Also, bis gleich im ersten Gameplay von der Südseite. Jo, und willkommen im Replay. Also, wie eben auch schon erwähnt, fahre ich halt gleich hier an diese Kante, die ich euch eben auch hier gezeigt habe, da wo ich auch gerade hingepinkt habe. Und ja, dann um einfach Informationen zu sammeln. Es sind drei Lights im Team. Einer von den dreien hätte natürlich auch gleich auf diese Position fahren können. Auf der Viererlinie da dieser eine Hügel, der jetzt aus meiner Sicht gesehen hier links, schräg links ist. Ich hatte eigentlich gehofft, weil der eine Light eben noch links von mir war, dass er da hinfährt, hat aber nicht gemacht. Sei es drum, ich fahre sowieso gerne an diese Posi, weil von dort aus mache ich ja auch die Gegner auf, die dann die Viererlinie runterfahren und die Fünfer, was ich vorhin gesagt habe, von wegen mit den Leuten, die man dann beschießen kann auf der Querfahrt. Also fahre ich jetzt erstmal hier genau die Kante an und probiere aber direkt oben in den Busch zu kommen. Habe da auch schon ein paar aufgemacht, bin aber leider aufgegangen. Der Light vom Gegnerteam, wie ihr seht, hat es sehr gut gemacht. Der hat mich halt leider hier direkt schon so in Bedrängnis gebracht, dass ich da auch nicht näher stehen konnte. Und ich habe auch gesehen, wie viel vom Gegnerteam halt schon da aufgegangen sind. Und da ich ja hier sehe, wie viel von uns alle Richtung Stadt gefahren sind, guckt mal, was ich auch eben schon eben in der Vorbesprechung sozusagen gesagt habe, das waren ja 7 Panzer auf der 1er-2er-Linie, ja. Von daher musste ich die Position da aufgeben. Ja, gerade als Light, was soll ich mich da mit den ganzen Heavys kloppen? Also fahre ich jetzt eben hier an die Kante und habe jetzt hier Licht gemacht. Und das ist das, was ich gemeint habe. Man kann bei der Map leider nie so genau vorhersagen, was richtig und was falsch ist. Und jetzt habe ich hier gesehen, okay, hier steht nichts. Ich habe gesehen, mein eigenes Team drückt hier jetzt mit einer ganzen Horde von Panzern die Einzellinie durch. Was ich zwar nicht gut finde, aber nichtsdestotrotz muss man halt dann aus so einer Situation versuchen, das Beste draus zu machen. Jetzt muss ich mal einen Schluck trinken, Sekunde. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich jetzt hier gemacht habe. Ne, weil die hatten ja auch noch, die hatten ja noch einen Light dabei, der steht ja hier auf E2. Und von daher waren die da ja eigentlich, war ja ein Panzer dabei, der Licht gemacht hat. Ehrlich gesagt, war ich auch hier mit dem ganzen Spiel jetzt so ein bisschen, ich wusste nicht, war ein bisschen ratlos. Rechts hinfahren macht als Leid keinen Sinn, da wäre ich abgeschlachtet. Also habe ich halt probiert, dann hier genau den Medium, der da eben quer gefahren ist, entweder rauszunehmen oder ein bisschen runterzuschießen und dann jetzt hier halt eben für die anderen Licht zu machen. Aber wie ich schon im Vorfeld erwähnt habe, das Spiel war ein Auto los aufgrund von der Aufteilung von dem Team. Da konnte man nichts machen. Jetzt konnte ich halt nur noch versuchen, hier ein bisschen Licht zu machen. Für die zwei, die da aus der Stadt kommen, die stehen jetzt auf A2. Und da habe ich mich dafür dann entschieden, okay, für die Jungs, die da eben über die 1er-2er-Linie gefahren sind, hier ein bisschen Licht zu machen. Aber ihr seht es ja jetzt rechts auf der 8er-9er-0er-Linie ist alles rot. Also nichtsdestotrotz darf man so ein Spiel dann nicht wegschmeißen. Hier habe ich gesehen, die Atti geht auf. Dann versucht man die natürlich als erstes mal rauszunehmen. Damit kann ich dann auch die Leute unterstützen von uns, die hier versuchen, die rechte Flanke zu halten. Ich glaube, jetzt konnte ich sie dann rausnehmen, genau. Dann hatte ich hier noch mit dem Jagdpanzer ein kleines Battle. Und den konnte ich, glaube ich, auch gleich rausnehmen. Oh, da hatte ich auch Support hier vom Heavy, sehr schön. Das ist doch mal löblich. Au, gebounced, das ist ärgerlich. Ja, und der gegnerische Light, wie ihr seht, der steht da. Er steht, er bewegt sich nicht. Das dürfte er natürlich nicht machen. Ne? Also ich habe da nicht drauf geschossen, weil ich vor dem Jagdpanzer ehrlich gesagt mehr Angst hatte. Kaum habe ich es gesagt, schieße ich doch auf ihn. Also ihr müsst immer in Bewegung bleiben. Ihr dürft mit dem Light da nicht so stehen. Schon gar nicht auf dem freien Feld. Also wenn man an so einem Stein steht und dann zurückpiekt, wenn man nachlädt, ist es ja okay. Wobei im Light sollte eigentlich in Bewegung bleiben. Zum Spotten kann man stehen bleiben, klar, wenn ihr einen guten Busch habt. Da habe ich die drei Meister da nochmal angepinkt, aber auf die sind mir jetzt genug eingegangen. Jo, und so geht die Runde dann auch schon dem Ende entgegen. Ihr seht, es steht 7 zu 11.
Hier, genau, das kann ich euch noch zeigen, das ist noch ganz interessant. Da seht ihr, wie man so in der Ridgeline arbeitet. Der Aufklärungspanda hat das natürlich nicht so besonders gut gemacht. Da war leider eine Bodenwelle, das ärgert mich tierisch. Sonst hätte ich ihm nämlich noch einen drucken können. Und jetzt kam halt der Medium, der hat mich dann leider auch gepusht, was auch richtig von ihm war. Er war ja noch mehr oder weniger full life. Ich gehe davon aus, dass der mit Auto-Aim geschossen hat, sonst hätte er mir eigentlich mal eine zwirbeln müssen. Der macht wahrscheinlich auch genug Schaden, sodass er mich normalerweise hätte rausnehmen können. Aber umso besser, wenn er nicht mit Auto-Aim schießt. Und die drei, jetzt seht ihr mal im Spiel, wie viel Zeit da vergangen ist. Ja, die sind immer noch auf der Einzellinie, die sind jetzt mittlerweile mal bei A2 dann angekommen, sind jetzt rechts um die Ecke gebogen. Und das ist halt auch nicht lustig. Genau, hier habe ich jetzt gedacht, okay, der Leiter will mich versuchen zu geiern. Und habe dann hier an der Kante mal gewartet. Weil manchmal kann man ja die Spieler irgendwie so ein bisschen, oder versucht sie zumindest einzuschätzen. In dem Fall habe ich das richtig gemacht und habe ihn halt abgefangen, konnte ihn rausnehmen. Und jetzt habe ich halt gedacht, okay, mache ich jetzt für die drei da unten mal Licht. Ich habe das ja im Spiel nicht gesehen, was sie da getrieben haben. Also ich habe mich nur gewundert, was sie da die ganze Zeit machen. Und dann, na gut, ging da halt der Medium auf, dann habe ich ihn dann halt rausgenommen. Aber jetzt sehe ich halt hier im Cap von uns stehen 4 Panzer drin. Und dann habe ich halt probiert, hier dann nochmal das Cap zurückzusetzen. Ja, und wenn halt die drei, oder wenn der Tok so langsam, wie er halt eben ist, in der eigenen Base stehen geblieben wäre, an einer von den Stellen, wo ich euch gezeigt habe, dann hätte der zum einen da das Team unterstützen können, dann hätten die es rechts schwieriger gehabt und die beiden Mediums hätten ja auch da bleiben können. Ja. Also selbst wenn der Gegner dann die Einzellinie runterpusht, die müssen ja irgendwann bei euch an der Base ankommen und spätestens dann könnt ihr halt eingreifen, aber ihr müsst so lange nicht warten, weil es wird definitiv vorher was zu tun sein. Hier habe ich jetzt sogar nochmal Licht gemacht und konnte den aufmachen, konnte ihm sogar nochmal einen Schuss drücken, habe es nochmal zurückgesetzt, konnte ihm nochmal einen Schuss drücken und dann hat irgendein Lucky Bastard mir eine Schelle verpasst und dann ist das Ding vorbei. Also, lange Rede, kurzer Sinn, bleibt da, wo ich es gezeigt habe. Ich habe vorhin hier, als ich die Karte eingeblendet habe, auch die K-Linie noch gezeigt oder auch die A-Linie. Die könnt ihr euch eigentlich schenken. Also K- und A-Linie ist echt zu defensiv. Versucht ein bisschen mehr in die Mitte zu gehen und nicht auf der K- und auf der A-Linie zu bleiben. Das war nicht so ganz korrekt. Nur mal die Postgame-Stats. 4 Kills, 2400 Schaden. Obwohl wir verloren haben, stand ich sogar oben. Das war, und deswegen habe ich mich da auch so tierisch drüber geärgert, weil es war echt eine geile Runde. Und dann, ja, wegen so drei Pfeifen zu verlieren, ist halt echt ärgerlich. Okay, jetzt im Anschluss zeige ich euch dann nochmal kurz das Video vom T100 mit dem YOLO-Train vom Norden. Bis gleich. Jo, und das ist jetzt eben das besprochene Gameplay vom Norden mit dem T100 von mir. Ich sage es gleich dazu, das ist jetzt für mich natürlich keine gute Runde, weil, ja, man kann nur so gut sein wie das Team. Manchmal kann man natürlich noch ein bisschen was rumreißen, aber... Ja, wie schon erwähnt, wenn sich 6 Panzer aus dem eigenen Team in einem 10er-Gefecht mehr oder weniger aus dem Spiel verabschieden, also dann die out of game sind, dann könnt ihr da nichts reißen. Also ich fahre jetzt hier erstmal wieder an meine Kante, versuche da einen First Spot zu machen, bin hier in dem Busch und werde wahrscheinlich auch gleich Rationen reinhauen. Da ist der leichte Panzer, der Rheinmetall oder was das war, aufgegangen. Den hat der Medium von uns aufgemacht. Und da seht ihr schon oben am Kartenrand bei A3, 4, 5, wie sich mehr als ein Drittel vom Team, also 6 Panzer, dann auf die Idee kommen, halt, ey, cool, wir fahren mal die Einzellinie lang. Auch hier wieder, Mitte ist nicht besetzt, also gerade spiegelverkehrt, dieselbe Situation. Ich habe hier kein Backup. Und den habe ich jetzt über Proxy halt die ganze Zeit aufgehalten. Ihr seht, dass da auf C9 stehen 3 Panzer von uns, aber irgendwie hatten die keinen Bock, da mal drauf zu schießen. Und jetzt kommt es auch noch viel besser. Also zum einen war das für mich ein Fahrfehler, ich hätte nicht so weit vorfahren dürfen. Erstmal in die eigene Nase greifen, aber ich weiß wirklich nicht, was die da gemacht haben. Die stehen da zu dritt, ja, und jetzt wird es halt noch krasser. Da kommt jetzt hier der Heavy raus. Da schießt keiner drauf. Das ist unglaublich. Ja, also ich stehe jetzt hier, ich konnte hier nicht weg. Nur nach hinten wegfahren ging nicht, da standen ja auch welche vom Gegner.
Hier habe ich die, ihr seht es mit der Gun Depression, ich bin nicht weiter runtergekommen. Neben mir ist jetzt gerade noch einer geplatzt. Und nach hinten ging ich, da war dann der T-30, der Jagdpanzer. Und hier vorne habe ich ständig angepinkt, aber da wird man einfach hängen gelassen, ja. Und unser Team, guckt mal da, ja. Da stehen 6 Panzer out of game. Und jetzt musste ich halt den sauren Apfel beißen und jetzt hier durchfahren. Ja. Ich habe gehofft, dass mich vielleicht keiner oder nur einer trifft. Und ja, leider bin ich fast sogar aus dem Spiel rausgegangen, habe nur noch 13 Strukturpunkte. Ehrlich gesagt, als ich da stand, hatte ich auch keinen Bock mehr. Da war es mir dann auch egal. Also ich schmeiß ungern Runden weg. Aber wenn man sowas sieht, hier in einem 10er-Gefecht, ja, dass wirklich 6 Leute die Einserlinie runterdrücken, da muss ich ganz ehrlich sagen, da kriege ich einfach das Kotzen. Ja, also beim Load hier auf Stufe 6 ist es ja schon schlimm genug. Aber dass halt die gleichen Leute dann auch 10er-Panzer fahren, es ist einfach Kacke. Es tut mir leid. Das ist absolut schwachsinnig, da lang zu fahren. So, jetzt greife ich ja niemanden persönlich an, sondern es ist einfach nur eine Feststellung von mir. Und bitte macht es nicht nach. Vergesst bitte die verfickte Einserlinie. So, jetzt rede ich noch deutlicher. Das ist absoluter Scheiß. Wenn die Panzer alle in der Mitte geblieben wären, ja, dann würde es jetzt nicht 11-14 stehen und das Spiel wäre auch nicht so gnadenlos verloren worden, sondern dann wäre das Spiel vielleicht auch noch wirklich eine Runde geworden, wo man was hätte reißen können, ja. Es ist ein Wunder, dass ich überhaupt noch am Leben bin. Wie gesagt, aus der Runde werde ich auch nichts mehr rausholen. Und auch hier jetzt, ja, ich meine, passt mal auf. Achtung. Ich mache jetzt hier gleich das Gegnerteam auf. Also da sind schon 2 aufgegangen. Jetzt mache ich hier nochmal welche auf. Ja. Und jetzt sieht man doch, dass der Gegner schon bei unserer Base steht mit 4 Panzern. Nee, mit 5. Mit 5 Panzern stehen die vor unserer Base. Und was machen die? Die gehen jetzt mit 6 Leuten auf ein Medium oder was es da in der Stadt ist, gehen sie drauf. Anstatt dass sie mal zurückfahren. Nein. Da wird weiter, da gehen sie zu 5 auf einen drauf, anstatt halt zurückzufahren und die Basis zu verteidigen. Ja. Also wirklich ohne Worte. Und jetzt werde ich rausgenommen. Zack. Super Runde. Geil. 7-13. Ja, ich meine, ihr könnt euch vorstellen, wie es ausgegangen ist. Es wurde nicht viel besser. Das wurde dann, glaube ich, 0-12 verloren oder sowas. Oder 0-11. Also bitte, vergesst die Einserlinie. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Bleibt gesund und munter. Und bis dann irgendwann. Tschüss.